Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will noch mal darauf hinweisen, natürlich ist die Monitoringstelle unabhängig, aber sie berichtet der Landesregierung, wo es darum geht, jetzt dem Parlament einen Bericht zu haben und im Austausch zu sein. Und das ist ja das Recht des Parlaments. Darum bitten wir, das in den Fachausschüssen zu machen. Und die Monitoringstelle wird dann entscheiden, in welcher Art und Weise sie sich dann auch da einbringen kann in der Diskussion. Das Gleiche gilt für die Verbände. Aber warum ist es jetzt wichtig, das zu tun? Weil jetzt Entscheidungen anstehen. Es stimmt ja nicht, dass erst zum Schuljahr 2019, 2020 Entscheidungen treffen. Gerade wird etwas vorbereitet, das hat Auswirkungen. Die Frage, dass keine neuen Schulen zum Beispiel mehr in den Inklusionsprozess eingehen können, hat dramatische Auswirkungen auf das Platzangebot. Und in welche Richtung wird weiterentwickelt? Ich glaube, dazu können uns die Behindertenverbände und auf der anderen Seite auch die Monitoringstelle wichtige Hinweise geben. Herr Rock, ich glaube, wir werden eine Anhörung machen müssen, damit wir genau in diesen Diskurs mit hineinkommen. Und ein letztes Wort an Herrn Seifen. Ich will nur mal sagen, das Inklusionspositionspapier in Thüringen zurzeit sieht sogar vor, dass sie möchten, dass Eltern und andere Schüler darüber abstimmen können, ob behinderte Kinder in ihren Unterricht kommen. Die UN-Behindertenrechtskonvention Inklusion ist ein Menschenrecht. Das ist der Grundsatz. Darüber stimmen wir nicht ab nach Beliebigkeit. Und diesen Grundsatz hat die KMK 2010 auch bekräftigt. Und von diesem Weg wird in Nordrhein-Westfalen nicht abgewichen. Wir werden uns über die Frage der Entwicklung unterhalten. Aber ums Menschenrecht geht es nicht mehr.